Ja, fangen wir an. Herzlich willkommen zu meiner Session über die Drupal 8 Media-Initiative. Ich bin Katja, Katzilla auf Drupal.org. Ich bin bei Heidelau, das sind die mit dem Papierschiffchen. Und ich bin per Zufall letztes Jahr auf dem Media Sprint gewesen. In Berlin war der, eine Woche lang ging das, und habe so ein bisschen die Leute kennengelernt, die hinter der Media-Initiative stecken. Habe so ein bisschen versucht zu sprinten und ja, fand es ganz interessant. Aber ich stelle es euch vor. Ich werde erstmal was über die Media-Initiative erzählen. Dann was für den aktuellen Stand, was sie bis jetzt für Drupal 8 geschafft haben, vorstellen und wie der Plan ist, wie es weitergeht mit den nächsten Drupal-Versionen und dann noch, wie man contributen kann. Ja, das Ganze fängt so ein bisschen an auf der Drupal-Con in Prag. Also es gab natürlich schon vorher Leute, die sich lange mit Media beschäftigt haben. Und da gab es auch eine Core-Conversation zum Thema. Das hat der Janis Urek angestoßen. Der ist schon mal ein Antenna vom Media-Modul gewesen, in Drupal 7 auch, und hat da im Prinzip die Leute gefragt, was sie eigentlich für Drupal 8 haben wollen für Media-Handling. Und hat dann vorher auch eine kleine Umfrage gemacht und hat sich angehört, was die Leute eigentlich für Drupal 8, was sie für Module brauchen, was sie für Funktionen brauchen, was man besser machen kann als in Drupal 7. In Drupal 7 war das Problem so ein bisschen, dass einmal das Riesen-Media-Modul gab, was halt für viele keine richtig zufriedenstellende Lösung war. Deswegen poppten immer mehr andere alternative Medienmodule auf. Manche Agenturen haben dann nochmal ganz eigene Lösungen gebaut, die ganz anders waren, und es ist so ein bisschen zerfasert. Und ja, danach, also das war 2013, und mit Drupal 8 wurde das dann die Media-Initiative, also was auch der Janis, der diese Core-Conversation angestoßen hat, so ein bisschen anführt. Und letztes Jahr ist es dann zur strategischen Initiative für Core geworden. Und das heißt, also man hat halt ungefähr 3000 Leute gefragt, also nochmal eine Umfrage gemacht, was würdet ihr an Drupal verbessern? Und das Riesenthema war Medienhandling in Drupal und wie man das halt, also viele Leute haben sich darüber beschwert und wollten das gerne besser haben. Und deswegen haben wir das als strategische Initiative genommen, als offizielle. Ja, es ist eine strategische Initiative, die setzt sich zusammen aus einer Vision, aus Umfragedaten, wie ich gerade schon gesagt hatte. Es gibt eine Diskussion und es wird halt geguckt, wie man am Markt bestehen kann. Die Vision jetzt für Media war, also, oder insgesamt für so eine strategische Initiative, ist, dass Drupal als Marktführer dasteht. Und zwar nicht nur für Entwickler interessant ist, sondern halt auch nicht-technische Autoren und Editoren quasi besser passt. Und für die Daten werden halt auch Usability Studies und Best Practices nochmal angeguckt, wie machen es andere, wie kann man da mithalten. So Diskussionen soll halt gestellt werden, oder es soll gemeinsam in einer Community entschieden werden, wie man Dinge umsetzt, also die Architektur wird im Prinzip gemeinsam entschieden. Und ja, Markt halt, so, dass es konkurrenzfähig bleibt mit anderen Systemen. Und dafür braucht man im Prinzip fokussierte Ressourcen, also ein Team, was halt konstant daran arbeitet und muss halt auch Kollaboration mit anderen Stakeholdern nochmal berücksichtigen oder nochmal abfragen, was brauchen die eigentlich andere Stakeholder noch. Also der Fokus lag im Prinzip von der Initiative auf der Editorial Experience, das heißt, dass für Content-Autoren, also nicht technisch versierte Benutzer auch leicht haben, mit Medien umzugehen in Drupal. Und die Vision ist, die weltbeste Digitalerfahrung zu bauen. Und ja, das hört sich doch schon mal gut an.
bei der Umfrage wirklich rauskam, was die 3000 Leute eigentlich haben wollten für Drupal 8. Es waren in erster Linie wiederverwendbare Medien, dass man Medien in Musik einbetten kann. Dass die Usability großartig ist, was ja oft nicht so war bei vielen Modulen, die wahnsinnig kompliziert auch einzurichten waren. Dass es halt auch in der Box funktioniert, also ohne dass man erstmal 1000 Module installieren muss. Dass es einen Medienbrowser gibt, dass es eine Cropping-API gibt, dass man Bilder zuschneiden kann auf der Webseite direkt. Und dass man Drupal an Digital Asset Management Systeme anbindet, das kann halt auch noch anwünschen. Dann wurde ein Plan aufgestellt, wie man das jetzt lösen kann, dieses Problem oder diese Aufgabe, Herausforderung. Das besteht erstmal daraus, dass es Media Essentials gibt. Das soll als erstes gebaut werden, das ist im Prinzip so eine Minimalversion. Ein Basisset von Medienfunktionalitäten, was im Prinzip ein stabiles Datenmodell und eine stabile API bringt, auf der man dann aufbauen kann. Das zweite sind die Media Extras. Das sind nochmal so eine Gruppe von Advanced oder Rich Media Contrib-Modulen, die später eventuell in Import genommen werden können. Also was wie Multifile Upload, Cropping, Advanced Embedding und so haben. Dann gibt es noch Media Extent. Das ist dann noch die Integration von Third-Party-Media-Tools, sowas wie die Digital Asset Management Systeme. Ja, das ist halt so ein bisschen so eine Priorisierung. Ja, dafür hat sich dann MD Systems stark gemacht, hat sich irgendwie der Janis, der auch diese Core Conversation angestoßen hat, er war dann inzwischen bei MD Systems und die haben halt Strategie entwickelt und Unternehmen und Agenturen mobilisiert und verschiedene Drupal-Entwickler. Und irgendwann steigt Acquia auch mit ein und dann haben auch viele, also dann sind auch erstmals so Sprint Weeks organisiert worden, wo halt wirklich Leute für eine Woche eingesperrt wurden und an Media gearbeitet haben. Ja, dieses großartige Team hat es bis jetzt umgesetzt, was es in Drupal 8 jetzt gibt. Und ja, der erste, das ist der Janis, von dem ich die ganze Zeit geredet habe. Ja, und der hat jetzt allerdings gerade eine kleine Auszeit genommen wegen des jüngsten Drupal-Dramas. Ich weiß nicht, wie es da jetzt weitergeht, aber man darf gespannt sein. Ja, das ist der aktuelle Status. Ich habe ein paar Sachen vorbereitet. Ich hatte so ein bisschen den Anspruch, es gibt ein super Video-Tutorial von Markus Kano, der ist auch von der Intermedia-Initiative. Der hat irgendwie 20 Videos, wie man jetzt mit diesen ganzen Media erstellt. Und mein Anspruch war ein bisschen, dass ich das selber hinkriege, was die da zeigen. Also nicht irgendwelche Screenshots von irgendwelchen, wie es mal aussehen soll, sondern es sind vielleicht nicht die Advanced-Beispiele, aber ja. Also dank der Media-Initiative kann man jetzt in Drupal 8 durch die Media-Dateien der Webseite browsen. Das heißt, man kann also mit dem Entity-Browser oder mit dem File-Browser. Und das sieht so aus. Man kann halt verschiedene Medientypen erstellen. Ich habe jetzt hier mal Image, Video und Tweet als Medientyp erstellt. Das ist jetzt der Entity-Browser. Die Entities habe ich vorher erstellt. Man könnte die auch mit Inline-Entity-Formen direkt hier auf der Seite neu erstellen. Und also hier gibt es noch ein bisschen Probleme mit dem Floating irgendwie von irgendwelchen Feldern. Das ist der Entity-Browser. Das ist jetzt der File-Browser, der sieht ein bisschen anders aus. Ich habe aber gehört, dass der File-Browser sterben wird von Flo, aber ja, ist ein bisschen fancier als der Entity-Browser, weil ich glaube, den Entity-Browser kann man auch so konfigurieren, dass er in etwa so aussieht. Und genau, das ist das erste schon mal. Das nächste, was viele Leute haben wollten, war, dass man Medien im Word.css oder Get-Editor einbetten kann.
Das funktioniert mit Entity Embed. Und zwar so, man muss erst einen Button erstellen, mit dem man, also das ist dieses kleine E da oben, mit dem man Entities embedden kann. Ich zeige jetzt erst, man kann auch mit dem Pi-Browser Entities Files embedden, das ist das erste jetzt. Sieht wieder genauso aus wie eben, und das ist halt ein Musik-Editor ist. Man könnte da auch Tweets embedden, also alles, was man als Entities drin hat. Also das ist jetzt auch für Files. Genau, dann kann man den Hue noch anpassen, den Image-Style wieder, wie das angezeigt wird. Man kann aber auch jetzt Videos embedden. Da habe ich ein Video-Entity erstellt, ein Video hochgeladen und die kann man jetzt auch Musik einfach einbinden. Der Vorteil ist halt, dass man halt für jeden Entity-Type halt den View so anlegen kann, dass wie man das gerne möchte. Und ja, das funktioniert ganz gut. Ein anderes cooles Feature ist, dass man die Metadaten auslesen kann. Also man kann Bilder hochladen und dann kann man an diese Entity-Felder dranhängen, die man erstmal leer lässt und mappt dann diese Felder auf die Exif-Datenfelder, die an dem Bild dranhängen. Das Ganze geht auch mit Tweets. Wenn man das mit der Twitter-API verbindet, hier habe ich jetzt irgendwie ganz viele Felder erstellt, die man mappen kann auf die Informationen, die von Twitter kommen. Da muss man sich natürlich mit OAuth verbinden, das kriegt man in der Konfiguration ein. Und dann hat man halt hier die ganzen Daten zur Verfügung aus dem Tweet, ohne dass man da selber irgendwas eintragen muss. Das kommt halt alles, wird halt alles mitgeliefert. Was gibt es noch? Man kann jetzt Bilder direkt auf der Webseite zuschneiden mit dem Crop, Image Field Crop. Das war das Beispiel, wo es am meisten Probleme gab. Das war ein bisschen buggy bei mir, das hat irgendwie die Bildeanlage verzerrt. Also man kann hier sich einen Bildausschnitt auswählen, welcher angezeigt werden soll, und dann wird das Bild mit dem Ausschnitt generiert. Das Ganze kann man auch responsive machen. Man kann dann irgendwie mit der, sagen, welcher Ausschnitt für welchen Breakpoint benutzt wird. Das ist ganz cool. Also dass man halt irgendwie hochformatige Bilder in normale Webseite hat und BR-Format auf Mobile. Das ist ganz cool. Das nächste ist die Image Effects. Man kann halt auf Bilder Effekte setzen. Das war man vorher auch. Was geht jetzt mit Drupal 8? Sowas wie Desaturate, Color Shift. Das funktioniert auch super gut. Da hatte ich auch keine Probleme mit das einzurichten. Ja, aber es gibt noch einiges mehr. Das hat der Jens auf der Webseite auch veröffentlicht. Da sind halt ein paar, da gibt es noch Slideshare, was angebunden ist, und Instagram und so weiter, was man halt sich auch verbinden kann mit den anderen. Ja, was habe ich dafür benutzt? Media Entity Image, Media Entity Twitter, Video Entity Field und so weiter. Also doch eine ganze Menge. Und dann hat es nicht mehr drauf gepasst. Ja, und eigentlich sollte ja mit den Media Essentials, das in Drupal vor, landen. Ja, da, wie sieht es aus? Es ist gerade halt irgendwie ziemlich viel im Umbruch. Es wird halt ganz schön hart gearbeitet hinter den Kulissen. Und das Erste, bei dem Media Sprint im Dezember, ist ja auch schon ein bisschen her mit dabei war, da wurde gerade das Erste umgesetzt. Das Media Entity, das ist im Core landet für 8, damals hieß es noch für 8.3, und zwar als Media Modul. Und da soll dann halt auch, also jetzt ist es so, wenn man sich Media Entity installiert, dann hat man, muss man erstmal Bundles anlegen, verschiedene Image Bundle, Twitter Bundle, Video Bundle, was weiß ich, was man so braucht. Und wenn das als Media Modul im Core landet, dann soll es halt schon vorkonfigurierte Bundles geben, also zumindest Image und Teil, glaube ich.
Und das war ein ziemlich krasses Issue, weil die halt auch alles umbenannt haben. Also das ist im Prinzip aus Media Bundles, also links ist jetzt Contrib-Modul und rechts ist das Core-Modul Media. Und also aus Media Bundle wird dann Media Types, aus Media Entity wird Media und da kann man sich vorstellen, dass es bei der Portierung eine ganze Menge Aufwand erzeugt beim Entwickeln. Was sollte das noch in Planung für 8.4 leider nicht Musik Embedding, da wird jetzt erstmal für die nächste Version versucht, einen Konsens zu finden, wie man das eigentlich umsetzt technisch. Also entweder ob man Teile von Entity Embed im Core packt, was wahrscheinlich länger dauern würde, oder die zweite Variante wäre halt, dass man das Einbetten so lässt wie jetzt, aber im Prinzip hinter den Editorial Workflow mit Media Entities halt löst, hinter den Kulissen, dass man es gar nicht so mitkriegt. Was gibt es noch? Es wird höchstwahrscheinlich die Media Library vorgeben für 8.4. Ich weiß nicht, Flo, kannst du dazu noch mal was erzählen? Oder gibt es da noch irgendwas hinzuzufügen? Habe ich was vergessen, was unbedingt alle wissen müssen? Ich glaube nur, dass sehr ambitioniert ist, dass es in 8.4 kommt, aber das ist ja sozusagen sehr ein großer sozusagen Fortschritt, mal so ein neues Modul zu haben, aber quasi ist auch noch kein Konsens über diese Pattern, die das funktionieren soll, weil diese Ansicht, die wir da jetzt sehen, mit diesem Bild, die ist halt sehr optimiert auf diesen Media-Use-Case. Man muss sozusagen auch nochmal mit dem Linux-Team abgestimmt werden, welche Metadaten sind denn überhaupt relevant, dass die in dem Bild angezeigt werden sollen. Kann man das konfigurieren, dass man auch andere Sachen dort sehen kann und so. Das sind immer so die Probleme, die da erst noch gelöst werden. Das heißt, meinte er nicht in 8.4 oder unwahrscheinlich? Also es stand so auf der Website. Aktuell gibt es ja, das ist ja jetzt hier gerade nicht gefakt, was du da gemacht hast, sondern du hast ja wirklich ein Match aus der Echo-Schule genommen. Nein. Hast du nicht? Ich glaube, das ist das einzige Beispiel, wo ich gar nicht meine, das sind ja keine Mockups, sondern das ist ja, das ist, was jemand gemacht hat. Das existiert schon. Ja. Das finde ich eigentlich schon ziemlich ansehnlich. Ja. Aber man kann auch jetzt schon in der Videoleiterung mal die Bilder anzeigen lassen, die er tut, in dem Browser. Ja, das geht schon. Ja. Es geht halt um die Darstellung. Fliegt dann die Core-Darstellung, die man hat, auseinander oder ist es halt erweiterbar und so, da ist dann, glaube ich, wirklich die Pläne, die noch offen zu machen. Ja, wenn auch irgendjemand tolle Ideen hat, wie man das verbessern kann, dann kann man auch gerne mithelfen. Also die Media-Initiative hat eine Webseite, drupalmedia.org. Es gibt einen Media-Guide, es gibt einen GitHub. Dann kann man auch gerne auf Twitter drupalmedia folgen. Es gibt mittwochs immer ein Media-Meeting im IAC. Ich weiß nicht, ist das noch, seitdem der Jans nicht mehr? Das findet noch statt. Dann kann man sich auch gerne mal durch die Issue-Queue wühlen, gucken, ob man da noch irgendwas machen kann. Es gibt den Contrib-Kanal, da kann man sich auch den Fortschritt nochmal angucken, was da gerade passiert, oder vielleicht findet man auch mal ein Issue, wo man irgendwas kontrollieren kann. Wofür werden im Prinzip Leute gesucht? Einmal fürs Testing, also verschiedene Media-Content-Module, die jetzt schon portiert wurden, was ich im Prinzip jetzt mit den Folien auch gemacht habe, einfach mal alles durchgetestet. Dann werden noch Entwickler gesucht, die Contrib-Module portieren. Da muss ich noch sagen, das ist schon ein sehr advanceder Level. Das glaube ich, wenn man so ein bisschen, also es ist schwierig da reinzukommen. Aber wenn man sich für das Thema interessiert, dann kann man sich da reinarbeiten und man ist dann halt, lernt dann halt auch super viel dabei. Ja, habe ich wirklich erst 20 Minuten gesprochen. Oh, möchtest du noch irgendwas erzählen? Ich bin eigentlich schon fertig. Nee. Ja, genau. Frage dazu. Ein bisschen, der so dahinter steht bei der Initiative. Ich habe jetzt hier
drei Namen gesehen, als drei Schweizer Verlage, Zeitungsverlage, Zeitungsverlage. Da sind die denn da wirklich eingebunden, dass das aus der Verlagswelt auch nicht rauskommt. Also da sind ja welche von, also einmal von Thunder und von, also ich weiß nicht, Christian ist nicht hier, und von Lightning dabei auch, also die kümmern sich auch sehr darum. Die haben auch die Leute immer zum Sprint geschickt. Manche sind auch Schweizer Verlage, so Media, Dachmann-Media und Green-Media. Ja, das war da ja. Haben die davon Leute von Schweizer Verlagen da, die dort kontaktieren? Ich, nicht, dass ich wüsste, also ja. Habe ich... Also mein Kenntnisstand ist, dass eigentlich Systems, die ja sehr viel auch konzeptionell machen und dass dort einfach gerade das Problem herrscht, dass zu wenig Ressourcen auf diese Media-Initiative angewendet werden können, weil halt bei den Verlagen, mit denen sie schon zusammengearbeitet haben, eben die Investitionen schon getätigt wurden und neue Projekte da schleppend in die Media investieren wollen. Das ist zwar das Henne-Ei-Problem, alle wollen es, aber keiner will dafür irgendwie Entwickler bezahlen, die sich damit auskennen. Da, wenn da irgendwie Interesse da ist, glaube ich, ist der Miro sehr, sehr dankbar, wenn man auf ihn zukommt, damit die die gute Arbeit, wie ich finde, halt auch einfach weitermachen können. Ja, mich hätte das Engagement der Verlage hat er interessiert, weil ich bin selber aus der Verlagsindustrie. Und ob die damit nicht zusammenarbeiten und ob man sich halt Zusammenarbeit noch mit anderen vorstellen kann. Deswegen sind mir die drei Namen aufgefallen und alles aus der Schweiz fand ich erstaunlich. Wo sitzt denn die Systems? Ja. Das ist hauptsächlich, weil die Systems relativ früh eine eigene Distribution in India entwickelt. Und ich glaube, dass die Verlage, die da genannt wurden, die eingesetzt haben und die NBA-Distribution, die war halt sozusagen auf Basis von File-Entity ursprünglich und viele andere Module sind halt in diesem Ökosystem halt so ringsherum um die Distribution entstanden. Also ich denke nicht, dass die jetzt so viel Entwicklerpower gesponsert haben, aber natürlich ist die Entwicklungsarbeit in die Distribution gelaufen, die dann natürlich auch nicht nur sozusagen interne Module hat, die jetzt nicht öffentlich sind, sondern viel von den Größen. Ja, ansonsten war es das schon. Vielen Dank. Oder gibt es noch irgendwelche Fragen? Oder, In welchen Issues bist du noch drin? In welchen was? In welchen Issues bist du noch drin? In einem. Ja. Das habe ich heute gezeigt, das File-Field, Image-Field, Design, Änderung dazu geben, aber da weiß ich auch nicht, wann das drin ist. Aber es war wirklich schwer bei dieser Sprint-Week, war wirklich schwer, um was zu helfen, als wirklich Hardcore-Entwickler von Acquia, die den ganzen Tag nichts anderes machen, dann irgendwas. Ich habe mal ein bisschen was geholfen mit umzubenennen von diesem Media-Entity zu Media und das war wahnsinnig kompliziert, weil, oder von Media-Bundles zu Media-Types und es war irgendwie, du wusstest immer nicht, haben wir das jetzt schon oder ist das jetzt das wirkliche Wandel, das alte oder das neue? Und also es war irgendwie, also man konnte nicht, man musste, ich musste lange suchen, bevor ich mich schon gefunden habe, wo ich halt helfen kann. Okay. Wie lange hat es gedauert? Das Suchen? Ja, bis du da reingekommen bist. Naja, ich war, das ging eine ganze Woche, ich habe im Prinzip am letzten Tag mit dem Issue angefangen. Ja, ich war nicht jeden Tag da, ich war vielleicht ich war viermal da und ich habe dreimal und habe am letzten Tag. Am dritten Tag dann quasi mit dem Schreiben. Aber der läuft noch. Die läuft noch. Ich habe dann noch einen Kollegen in Sevilla dran gearbeitet. Muss gewöhnt werden. Also. Kann ich dir gerne zuweisen. Sehr schön. Ja, cool. Noch irgendeine Frage? Du hast in deinen Projektzielen, der Initiative Digital Asset Management, den wir anwenden. Soweit ich weiß, gibt es da noch nichts. Also ich weiß, dass ein Verlag zum Beispiel, ein Hersteller von
von Asset Management System, der jetzt eine Fische dazu gebastelt hat, zum ersten Mal. Das ist in der Schweiz entwickelt worden. Ich weiß nicht mehr genau, wie immer heißt, hier wird es durch Kohle vertrieben. Achso, okay. Schmieden für die Herrlichkeit, ja. Also da passiert momentan ein bisschen was. Mhm. Ist ja vielleicht auch für Verlagswelt besonders interessant. Und, ja. Ja, sonst noch irgendwelche Fragen? Dann viel Spaß noch. Danke.